Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planescape Torment. Beim letzten Mal, Leute, sind wir endlich Magier oder hier Zauberkundiger geworden. Ich habe zwischen den Aufnahmen noch ein ganz bisschen trainiert, dass ich jetzt mit dem Namenlosen auf Stufe 4 bin. Dadurch habe ich einen weiteren Zauber des ersten und zweiten Grades freischalten können. Wie man sehen kann, ich habe meine momentan eingeprägten Zauber ein wenig umstrukturiert. Nicht mehr die magischen Geschosse, um Schaden zu verursachen. Nein, ich bin gerade mit Rüstungszaubern unterwegs. Ihr werdet nachher natürlich sehen, warum. Und dazu noch zwei Schwarmfluchzauber. Mal sehen, wofür ich die wohl gebrauchen könnte. Aber nun, wo wir endlich Magier sind und ich hoffentlich die Ausgangstür wieder finde, verdammt, da ist sie, werden wir die Hauptstory wieder vorantreiben und uns auf die Suche nach Farod begeben. Ich weiß natürlich, dass es noch diverse Tausende, naja, ich würde mal sagen gutes Dutzend, an Sidequests noch hier im Stock gibt. Übrigens, das ist die Weltkarte, ich habe es euch noch nicht gezeigt, aber so sieht's ja aus. Es gibt natürlich noch einige Quests, die wir im Stock machen können, mit der wir noch wesentlich mehr Level und auch noch ein gutes Stück an Ausrüstung kriegen könnten. Aber ich denke, ich muss ja nicht die ganze Zeit am Anfang des Spiels jetzt nur Sidequests machen, sondern wir sollten das vielleicht so ein bisschen variieren, also ein bisschen die Hauptquest vorantreiben und danach kann ich ja auch dann wieder nebenher ein paar Folgen mit Sidequests einbauen. Aber erstmal kümmern wir uns um Farod. Zum Glück wissen wir ungefähr, wo er sein dürfte. Wir haben ja schon von mehreren NPCs Hinweise bekommen. Mabeth hat uns zum Beispiel verraten, dass der gute Kerl unter dem Lumpensammlerplatz wohnen soll. Wie auch immer das geht. Und ein noch viel freundlicherer NPC namens Grabteiler hat uns ja verraten, dass Farod anscheinend, wenn wir dieser Rampe hier folgen, irgendwo hier oben einen Durchgang hat, wo wir lang müssen. Deswegen laufen wir mal nach hier oben und entdecken, aha, einen Torbogen. Der Torbogen führt nur ein kurzes Stück in das kleine Gebäude hinein und wird dann von einer massigen Wand aus Müll versperrt. Der Abfall ist so eng gepackt worden, dass es sich ebenso gut um eine Wand aus Stein und Mörtel handeln könnte. Als du dich näherst, fängt jedoch die Begrenzung des Durchgangs zu schimmern an. Und du bemerkst, dass die Handvoll Müll, die du mit dir herumträgst, ebenfalls zu schimmern anfängt. Oho, was passiert denn, wenn wir den Müll in den Torbogen werfen? Die Wand aus Müll flackert und scheint sich in sich zusammenzufalten. Dabei tut sich hinter ihr eine freie Fläche auf. Im Rahmen des Eingangs scheint sich ein Durchgang oder ein Portal gebildet zu haben. Wow, okay. Ja klar, wenn wir in das Mülllabyrinth wollen, was hier oben auf der Karte ist, ich habe es ja schon einmal angedeutet, dann ist es natürlich sinnvoll, dass wir dabei eine Handvoll Müll dabei haben. Also diesen Ramsch hier. Denn damit öffnen wir dieses Portal, was den Durchgang freigibt und kommen damit zu dieser Tür hier, die uns in die Mülllabyrinthe führt. Ui, wo es auch ganz schön reger Betrieb ist und wir werden gleich begrüßt. Von Anomali. Hi, wie geht's? Ein zerlumpter Sammler mittleren Alters nähert sich dir, als du hereinkommst. Ich... Er mustert dich schnell und grinst dann spöttisch. Kenne dich nicht. Ich kenne dich auch nicht. Hi, ich bin Adan. Wie heißt du? Der Sammler starrt dich immer noch wütend an. Okay, das fand er wohl nicht so pralle. Ich suche nach Farod. Kennst du den vielleicht? Was du suchst, interessiert mich nicht, Dussel. Er spuckt dir eine Ladung seines Speichels vor die Füße. Was mich nervt ist, dass du immer noch in meiner Gegenwart atmest. Eieiei, der Typ ist ja ein echter Menschenfreund. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, Anomali aus dem Weg zu gehen. Natürlich neben dem offensichtlichen, wir legen uns mit der ganzen Mannschaft an und töten sie alle. Wir können, wenn wir genug Stärke haben, nämlich 14 Punkte sagen, dass er in der Leichenhalle landen wird, wenn er sich mit uns anlegt, also wir drohen ihm. Oder, was ich viel, viel cooler finde, wenn wir über 13 Weisheit verfügen oder mehr, können wir sagen, Leichen zu sammeln, bevor sie tot sind, scheint mir ein idealer Weg zu sein, Bekanntschaft mit der Dame zu machen, mein Freund. Der Sammler wendet sich von dir ab, aber du scheinst ihn zur Vernunft gebracht zu haben. Sei sehr wachsam, Schleifer. Die meisten hier werden zuerst mit dem Messer und dann mit der Knochenschüssel reden. Und wenn du nicht bald weg bist, werde ich das Gleiche tun.
Ja, was auch immer du sagst. Und der Namenlose ist auch so drauf, so, ja, leck mich am Arsch. Wir könnten theoretisch auch die ganze Gruppe hier jetzt einfach trotzdem töten, wegen Erfahrungspunkten und ein bisschen Krimskrams, den sie droppen könnten, weil weder Anomalie noch irgendeiner dieser Schläger oder Sammler hier hat irgendeine Bedeutung für eine weitere Questreihe oder so. Aber das Mülllabyrinth, sagen wir es mal so, stellt den Punkt im Spiel dar, wo der Schwierigkeitsgrad eine Stufe aufsteigt. Vor allem, wenn ich hier mit einem Stufe 4 Charakter reinrenne. Also ich glaube, man hat hier auf welchem Schwierigkeitsgrad spiele ich gerade? Ja, überdurchschnittlich hoch. Also auf jeden Fall, auf dem Schwierigkeitsgrad sollte man hier eher so ab Stufe 5 oder 6 reinlaufen, wenn man eine Überlebenschance haben will. Ansonsten sollte man doch gut Bescheid wissen, was man tut. Denn ansonsten zeigt das Spiel hier einem direkt den freundlichen Mittelfinger und sagt dir, Alter, ich werde dich umbringen. Schon gut. So ganz höflich und mit Handshake so. Wie geht's? Du wirst sterben. Was ist denn eigentlich mit den Wänden hier los? Die sehen ja ziemlich müllig aus. Ja, Mülllabyrinth und müllig, wer hätte es gedacht. Die Wände dieser Mülllabyrinthe bestehen aus Ramsch, der vom Berg des über ihm aufgetürmten Mülls zusammengequetscht wird. Das heißt, wir sind hier so tief unter der Erde, dass wir hier praktisch in einer bewohnten Müllpresse unterwegs sind? Ei, interessant. Dann wollen wir noch mal gucken, was wir hier unten finden. Mehrere Abzweige auf jeden Fall. Und, oh! Hier unten gibt's also auch Schläger. Na schön. Damit müssen wir klarkommen. Was können die schon mehr drauf haben als die Schläger oben in den Straßen von Siegel? Na los, Mord, Dacon. Hau den in die Fresse! Namenloser, du kannst auch mal kurz helfen. Ja, wie man sieht, die Typen machen auf jeden Fall genug Schaden an Dacon. Ich finde es nicht so schön, dass sie alle auf ihn! Heilige Scheiße! Ein HP! Oder 4. Ja, 4 oder 1. Ich kann es gerade von hier nicht ganz so gut sehen, aber Alter, war das knapp. Könnt ihr nicht mal bitte auf Mord einkloppen? Ich meine, so ein fliegender Totenschädel, der die ganze Zeit mit Beleidigung um sich schmeißt, ist doch ein viel besseres Ziel als ein alter Schwertkämpfer. Ganz ehrlich. Ja, so ist viel besser. Eieiei, das war knapp. Okay, das war mir viel zu knapp. Du hast noch die Bandagen, ne? Habe ich noch ein paar bekommen? Ja, eine hier. Geben wir die ihm mal. Zack, und dann mache ich wieder meine Klickorgie. Und damit ist er wenigstens wieder, naja, zwei Drittel voll. Das sollte erstmal reichen. Und das hier war nur der Anfang des Mülllabyrinths. Ich sollte doch vielleicht ein bisschen konzentrierter spielen. Mal sehen, was gleich noch kommt. Gehen wir erstmal hier unten weiter. Hier um die Ecke haben wir einen Trupp Schläger, der mich allerdings noch nie wirklich angegriffen hat. Ich glaube, man muss sie schon provozieren, damit sie einen attackieren. Dafür bewachen sie eine ziemlich interessante Truhe. Oder Kiste oder was auch immer. Denn da drin finden sich mehrere Schädelratten-Items. Ich glaube, zwei Talismane waren es, ne? Ja. Ne, das ist der normale Schwanz. Das ist ein Lederriemen. Verdammt nochmal, wo haben wir es denn jetzt überall? Schädelratten-Talisman, genau. Ein Talisman für Diebe und... Ah, hier. Schmutziger Ratten-Talisman ist dasselbe. Nein. Schädelratten-Talisman ist für plus Intelligenz und für Magier und der schmutzige Ratten-Talisman war für Diebe und erhöht ihre Fähigkeiten. So rum war das. Erledigt. Ist schon erstaunlich, wie viele Talismane man aus einer Ratte gewinnen kann. Oder zumindest aus den Ratten von Siegel. Auch wenn es zwei verschiedene Rassen Erledigt. Sind, aber trotzdem das Argument steht... Ui, wer bist du denn? Bewohner des begrabenen Dorfes. Begrabenes Dorf? Was ist das denn bitteschön? Die Dame ist uns zwar feindlich gesinnt, also ich nehme an, das ist eine Dame bei der Frisur und Statur eher als ein Kerl, aber auch wenn sie uns feindlich gesinnt ist, vielleicht können wir sie ja gleich mal fragen, was hier abgeht. Folgen wir doch mal. Ja, und dann sieht das Ganze nämlich so aus. Hier oben wartet einer der ersten Hinterhalter auf uns und man kann es schon sehen, wir sind ziemlich übernummiert, also die Typen sind uns in der Überzahl. Und genau dafür habe ich auch meine Stärkungszauber dabei, die ich jetzt mal ganz fix auf Dacon sprechen werde. Alter, könnt ihr mal bitte aufhören, Dacon immer so ins Gesicht zu hauen? Das tut dem alten Mann doch weh. Genau das meinte ich. Ah. Warum hält er immer so wenig aus? Das stört mich tierisch. Na gut, dann spreche ich mal meinen ersten Schwarmfluch. Dann geht das Ganze doch schneller vonstatten.
Der Schwarmfluch infiziert praktisch alle Gegner und verursacht kontinuierlich Schaden, bis sich die Fliegen in dieser Animation wieder verteilen und der Zauber beendet ist damit. Macht auf großen Gruppen doch relativ viel Schaden, allerdings nur, wenn die Gegner etwas schwächer auf der Brust sind. Ansonsten kann man das vergessen, dann sind andere Zauber stärker. Sammeln wir kurz den ganzen Krimskrams ein. Schon gut. Der hier noch rumliegt, denn ich möchte zwar gleich Dakon wieder aufheben, aber ich muss gleich auch noch den ganzen Kram von ihm wieder einsammeln. Und mein Inventar ist voll. Yay. Geben wir ein bisschen was an Mord weiter. Dakon würde jetzt von alleine nicht wieder aufstehen. Der Tod in Planescape ist, außer für den Namenlosen in seiner Unsterblichkeit natürlich, permanent. Das heißt, wenn ich jetzt den Bildschirm verlassen würde, Dakons Leiche würde immer noch hier rumliegen. Und wir müssen ihn wiederbeleben, wenn wir ihn wieder haben wollen. Das passiert nicht irgendwie bei einem Geistheiler oder bei einem Priester oder sowas. Nein, das müssen wir höchstpersönlich erledigen. Entweder bräuchten wir dafür das Räucherfass, was wir bei Mabeth hätten kaufen können, für 2000 und mehr Kupfermünzen, eine absolute Rarität und Kostspieligkeit. Aber zum Glück haben wir ja von Dionara die Fähigkeit zurückerlangt, Tote zu erwecken. Indem wir einen Teil unserer Lebensenergie an den Toten geben, wacht dieser wieder zum Leben auf. Allerdings auch nur mit einem einzigen Lebenspunkt, deswegen ist es nicht unbedingt die stärkste Fähigkeit, wenn man sie im Kampf benutzen will. Ihr könnt euch denken, der nächste Treffer, der Dakon dann getroffen hätte, hätte ihn direkt wieder ins Totenreich zurückgeschickt. Na, wo ist der Kram? Hat er nicht allzu viel gehabt, der Dakon? Ich vermisse gerade irgendwie sein Inventar. Nee, anscheinend nicht. Und da oben ist das Portal schon aufgegangen. Das wollte ich eigentlich vermeiden, aber na gut. Kram von Dakon. Kram von Dakon? Kram von Dakon? Nee. Hat er wohl nichts weiter dabei gehabt, außer dass... Doch, er hatte noch einen Flakon. Irgendwo muss der Kram rumliegen. Und hat ein namenloses Flakon eingesammelt. Ja, hat er. Gut. Dann habe ich Dakons Sachen wiedergefunden. Das Problem ist, wenn einer seiner Begleiter stirbt, dann verliert er automatisch sein gesamtes Inventar, was dann auf dem Boden rumliegt. Natürlich ist es auch gut, wenn man einen Begleiter loswerden möchte oder er einen verrät sozusagen, dass man dann seine gesamten Items aufsammeln kann, man nichts Wichtiges verliert, also nicht irgendwelche Questgegenstände oder sowas. Aber ihr könnt euch denken, wie nachteilhaft es sein kann, wenn man aus Versehen den ganzen Plunder auf dem Boden liegen lässt. Ich habe es mal hinbekommen, als Mord im oberen Viertel abhanden gekommen ist, dass ich seinen gesamten Kram auf dem Boden habe liegen lassen, unter anderem diverse Questgegenstände. Und das habe ich, glaube, erst so 3-4 Stunden später bemerkt. Es war wirklich eine Freude, das Zeug wiederzufinden, weil ich nicht wusste, wo es lag. Na schön, dann geben wir ihm auch mal ein paar Heil-Items. Nadel und Farn und den Blut-Talisman. Ja, die müssen erstmal reichen. Ja, geben wir ihm noch eins, so. Denn ich muss gucken, dass meine Leute gerade so eine Art minimale HP-Zahl haben. Wir stoßen nämlich gleich direkt auf den nächsten Kampf hier unten. So. Heilen wir Mord ein wenig mit dem Balsamierungszauber, den wir gefunden haben. Denn dieses Portal hier oben öffnet sich nur, wenn wir einen dieser... Na, habe ich welche? Genau, hier. Wenn wir einen Schädelrattenschwanz dabei haben. Ich kann ihn jetzt gerne einmal ablegen, um das zu demonstrieren. Also, wenn ich mich mit dem Namenlosen dem Portal nähere... Und wir haben... Ach, verdammt, war es der falsche Rattenschwanz? Oder gilt das auch, wenn ich Mord hier habe? Der hat nämlich auch welche. Zack, versuchen wir es mal so. Geh wieder zu, los, geh zu. Ich bin Hopp. Weg. Erledigt. Ich bin doch schon gar nicht mehr in deiner Nähe. Mord kümmert sich. Blödes Portal. Eigentlich müsste es klappen, wenn ich keinen Schädelrattenschwanz im Inventar habe oder auch keinen schmutzigen Rattentalisman so, dass das Portal sich dann wieder schließt oder nicht mehr aufgeht. Aber gut, der Vorführeffekt ist sowieso schon dahin. Und man kann sich vielleicht denken, wenn dieses Portal sich öffnet durch den Einsatz eines Rattentalismans, was sich vielleicht dahinter befindet. Es sind eine ganze Menge Ratten, die verdammt gefährlich sind. Ich zeig's euch einfach direkt. Und ich werde jetzt sofort Leertaste drücken. Denn hierbei handelt es sich natürlich um die Schädelratten, die wir schon mal angetroffen hatten. Und wir haben hier 10 Stück.
Das heißt, diese Biester haben jetzt auf jeden Fall schon ein paar Zauber drauf. Ich glaube, des zweiten Grades wenigstens. Und dafür nehme ich auch direkt meinen nächsten Schwarmfluchzauber, denn wir müssen jetzt versuchen, ihre Anzahl so schnell wie möglich zu reduzieren. Ansonsten bombardieren diese Viecher uns sofort mit verdammt schmerzvollen Zaubersprüchen. Ich wette, wir sehen es jetzt sofort, wenn ich die Pause beende. Jo, das war direkt ein Eismesser. Da Blindheit spricht gerade eine von denen auf unsere Leute aus. Man konnte es nur gerade im Textfenster kurz lesen. Und magisches Geschoss auf Mord, was ihn fast gekillt hätte. Yay, sehr gut. Was mache ich denn jetzt mit Mord? Verdammt, hier, Balsamierungsöl. Das kannst du noch benutzen, bitte. Perfekt, das sollte reichen. Jetzt haben wir nur noch 4 Ratten übrig. Die sollten eigentlich schnell kaputt gehen. Aber auch wenn die Biester jetzt nicht mehr zaubern können, oder sie können es immer noch, sie können nur Farbkugel jetzt noch wirken, also Stufe 1 Zauber, darf man die trotzdem nicht unterschätzen, weil sie können immer noch im Nahkampf angreifen. Das sind immer noch so 3-4 Schadenspunkte allerhöchstens. Und wenn Morten noch 10 Lebenspunkte hat, dann muss ich aufpassen. So sieht's ungefähr aus, wenn man hier in den Mülllabyrinth unterwegs ist. Also, die Kämpfe sind im Vergleich zu den paar Schlägern, die wir oben im Stock angetroffen haben, doch um einiges schwerer. Schon gut. Und darauf sollte man auf Teufel komm raus gut vorbereitet sein. Ach, jetzt liegen diese ganzen Rattenschwänze wieder hier unten hinter der schwarzen Wand und ich muss sie per Maus suchen. Ich liebe diese Pixelarbeit in diesem Spiel. Na komm schon, wo ist die letzte da? Oder ist da noch irgendwo einer? Komm, zeig dich mir. Ja, da. Da. Oh. Ich hasse es, diese Dinger zu suchen. Da hätte man sich was Besseres einfallen lassen können. Dafür bekommen wir aber jetzt, wenn wir diesen Kampf gewonnen haben, den Inhalt dieser Kiste hier. Und das ist massig. Das sind 300 und mehr Kupfermünzen und mehrere seltene Gegenstände. Und ich habe die Falle vergessen, die in der Kiste drin ist, die ziemlich viel Schaden verursacht. Verdammt. Ruhe sanfter, Con. Ja, das hast du schön gesagt, mein Namenloser. Und wir beleben ihn zum zweiten Mal in dieser Folge wieder. Hey! Wie war das nochmal? Dacon ist für unsere Sünden gestorben. Schon zweimal. Stark durch das Ausharren. Ach, sammel mal dein Inventar wieder ein, mein Lieber. Es ist zwar nicht viel, aber du musst dein Gewicht für uns tragen, bitteschön. So, wir haben bekommen unter anderem einen Silberrahmen, den ich leider nicht identifizieren kann mit Dacor. Na schön, dann muss ich mein Inventar ein ganz bisschen umsortieren. Dacor, du wirst jetzt mein Packesel. Nimm mal bitte meine ganzen rostigen Dolche und Messer. Und dafür gibst du mir die Keule und den Bilderrahmen. Ah, und den Bluttalisman auch noch, denn die möchte ich immer auf einem demselben Charakter behalten zur Sortierung. So. Der Silberrahmen ist ein sadistischer Rahmen. Zusammengefasst, wie es hier steht, wenn dieser Gegenstand verwendet wird, bewirkt er, dass ein Angreifer genau denselben Schmerz und Schaden erleidet, wie er dem Anwender zugefügt hat. Also so eine Art Schadensspiegel, den ich hervorrufen kann. Hier steht es auch Schmerzspiegel als Zauberspruch. Und dazu haben wir noch ein sehr geiles Item bekommen. Und da drunten ist schon wieder diese Schrift am rumwackeln. Das stört mich tierisch. Wo haben wir es denn? Hier, die Stachelkeule, die da gerade irgendwo war. Verdammt nochmal, da ist er. Die Nesselkeule nämlich, eine Keule. Ja, toll. Was, ich versuche gerade kreative Worte zu finden. Neben Keule, mir fällt nur Keule ein. Eine stumpfe Waffe mit spitzen Stacheln dran. Ja, das klingt natürlich noch besser. Nur von Dieben benutzbar. 1-6 Schaden durch Wucht. Wucht, genau. Durch Wucht ruft Verwirrung hervor und hat einen erhöhten Trefferwürfel. Das sind sehr geile Stats, Leute. Und dazu haben wir den Text, diese Keule scheint aus einer Art stacheliger Pflanze hergestellt zu sein. Der Kopf der Keule ist mit kleinen Dornen verziert, die leicht abgebrochen werden können. Diese Keule ist eine der beliebtesten Waffen unter Dieben. Bei einem erfolgreichen Treffer verhaken sich winzige Schwarzstacheldornen in der Haut des Opfers und bewirken, dass es eine kurze Zeit lang desorientiert wird. Dadurch hat der Dieb Zeit, das Opfer sicher auszurauben und zu entkommen. Ich werde das Ding wahrscheinlich nicht einsetzen, weil unser späterer Diebescharakter hat seine eigenen Waffen. Und das hier wäre eher sowas für den Namenlosen, wenn wir ihn zum Dieb machen würden. Aber da ich das nicht vorhabe, werden wir das Ding wahrscheinlich bei nächster Gelegenheit beim Händler für verdammt viel Kohle verkaufen gehen. Finde ich sehr gut. Namenloser, das Portal ist da. Bitte geh durch. So ist brav.
So, dann wollen wir uns doch mal weiter umsehen. Hier unten habe ich noch irgendwas liegen lassen. Ja, noch mehr Rattentalismane. Das stimmt, die habe ich ja hingelegt, um das Portal zu ignorieren. Fast vergessen. Und ich sollte Dacon auch noch mal heilen, bevor es weitergeht. Ja toll, dann muss ich dafür meine Blutgrinsel-Talismane nehmen und mich nicht verklicken. Das ist nämlich mein einziges Heil-Item, was ich noch übrig habe, verdammt nochmal. Na schön, wenn ich sie schon benutzen muss, dann nicht zu wenig. Und einmal den Balsamierungszauber. Ich glaube, der müsste nochmal klappen. Nee, Mord hat immer noch die temporären Trefferpunkte drauf. Ich krieg das nie richtig hin mit diesem Balsamierungszauber. Ich denke immer, ich mache zusätzliche Trefferpunkte, die aufgebraucht werden auf Mord, aber nee, es sind einfach nur temporäre Trefferpunkte, die nicht verschwinden, sondern einfach jetzt da sind. Ist ein bisschen blöd, ich verwechsel das meistens. So, wo geht's hier lang? Habe ich nichts vergessen? Nee, das müsste der letzte Gang sein, der nach Süden führt. Erledigt. Glaube ich zumindest. Nee, irgendwo hier links war noch was. Ja, hier, den habe ich vergessen. Wir sollten natürlich das ganze Mülllabyrinth unbedingt durchsuchen, denn hier gibt es überall Kleinigkeiten, Schätze und Erfahrungen zu finden. Und deswegen möchte ich diesen Gang hier nicht außen vor lassen. Na, wo führt der hin? Schon gut. Ah, hi, wer bist du denn? Du bist mir auch feindlich gesinnt, genauso wie die Dame eben, die weggelaufen ist. Das macht mich schon wieder misstrauisch. Ach ja, ich kann ja nicht speichern, wenn Typen in der Nähe sind. Na gut, muss ich es riskieren. Hi, wer bist du? Bekommst du sofort, darf ich dich begrüßen? Ich bin Mord, ich bin der Namenlose und ich bin Dacon. Wie geht's dir so? Du musst doch nicht gleich um Hilfe rufen. Hilfe. Hilfe trifft's ganz gut, ja genau. Ja, wenn der Kerl nämlich in die Ecke gedrängt wird, dann ruft er seine Freunde zu Hilfe. Und die Herren sind nicht gerade ohne. Zugegebenermaßen. Sie sind schwächer als die letzte Gruppe, die wir begegnet sind, aber das heißt natürlich nicht, dass ich sie in irgendeiner Art deswegen unterschätzen muss. Ich spreche erstmal alle Schutzzauber, die ich habe, auf Mord, schicke ihn nach vorne und lasse ihn den Großteil der Arbeit erledigen und warte hinten einfach. Das ist das Schöne, da Mord so eine hohe Rüstungsklasse gegen normale Nahkampfangriffe hat, hält er verdammt viel aus. Ich kann jetzt einfach hier ein bisschen warten. Er kriegt zwar Schaden, aber er kriegt relativ wenig Schaden in der Regel. Wie man sieht. Ich kann jetzt mit Mords und mit Dacon und dem Namenlos noch von hinten angreifen, dass ich hier ein bisschen. Ich bin weg. Noch. Oh, hinterher schlage. Mord, du sollst. Ist okay, dass du dem Typen hinterher setzt, aber du hast gerade unsere gesamte Verteidigungslinie einfach so hinten stehen lassen. Das finde ich nicht gut. Ach, verdammt. Spreche ich mal den. Nee, ich muss die Zauber aufbewahren. Ich habe keine andere Wahl. Das ist das Problem gerade. Es kommt, glaube ich, gleich noch ein weiterer Kampf. Für den sollte ich meine Fähigkeiten aufbewahren. Denn noch kann ich nicht allzu viele Zauber aussprechen. Das sind sehr wichtige und seltene Güter, die ich hier mit mir rumschleppe. Mord, komm, du hältst das durch. Ich muss dich nicht heilen. Ich kenne dich. Du bist Imbar. Und da kommen wir auf, so viel Schaden zu nehmen. Ihr haltet das aus. Los. Schafft ihr, Leute. Wehe, du stirbst schon wieder, Dacon. Ich will nicht, dass du in derselben Aufnahme dreimal stirbst. Das wäre hardcore übertrieben. Ja, so ist gut. Und jetzt auf den letzten. Ja, den Namenlosen kannst du ruhig ins Ziel nehmen. Der hat noch genug Lebenspunkte. Jawoll. Sehr schön. Ich glaube. Ah, hier unten sind noch zwei übrig. Ist eine ganz nette Sache, auch vom Kampfsystem her. Wenn wir gegen, ja, eigentlich alles, was minimal Hirn hat, also zum Beispiel Zombies zählen da jetzt weniger zu, aber Tiere und Humanoide, wenn wir gegen die kämpfen und wir sind im Kampf besonders erfolgreich oder benutzen zum Beispiel Furchteffekte, dann wird der Kreis unter ihnen gelb gefärbt und sie haben so eine Art moralisches Versagen, also sie rennen weg, weil sie Angst haben, weil ihre Kameraden umgefallen sind und sie halt Schiss haben, dass sie als nächstes dran sind und so weiter, und dadurch kann man Gegner aus dem Kampf vertreiben und ihre Zahl ein wenig dezimieren. Man muss nur aufpassen, wenn ich jetzt diese Typen verfolge und in die Ecke dränge, dann greifen sie trotzdem an. Von daher nicht annehmen, nur weil sie weglaufen, dass sie sich auf einmal nicht mehr wehren tun. Wo ist der ganze Kremskrams? Los, gebt mir all euer Geld. Ich habe hoffentlich genug Inventarplatz, um es zu verwerten. Da war noch irgendwo was. Da.
Und diese kleinen Kupfermünzenstapel sind einfach viel zu klein, um sie hinter den Wänden zu finden. Alles einsammeln. Ich werde dienen. Und gleich müssten wir es auch schon geschafft haben. Dein Weg ist der meinige. Gleich haben wir auch das Item einsammeln geschafft. Ich meinte eigentlich nicht das, aber wir können jetzt weiter durch das Labyrinth gehen und sind fast am Ziel. Denn nach dieser Abzweigung hier unten schon gut. Kommen wir schon ans Ende des Labyrinths. Haben, glaube ich, nur noch eine einzige Gruppe an Gegnern vor uns, die nicht schwach ist, aber es geht so. Ich buffe schon mal Mord am besten, wenn ich schon davon rede. Mord hier, ein Schutzzauber und noch ein Schutzzauber. D'accord, nicht so weit vorlaufen, bitte. Ja, so ist das schön. Genau, hier hinten sind nämlich noch ein paar Schläger. Waren es nur drei? Ich dachte, es wären fünf. Na gut, gegen drei kommt auch Mord in seinem geschwächten Zustand an. Ach, du willst dich mit mir anlegen? Ja, bitteschön, hier. Eins gegen eins. Los, Namenloser. Zeig ihm, was abgeht. Mord, beiß dem Typen mal in den Rücken. Der schmeckt sicherlich gut. Nach Bratensoße oder so. Ja, so ist das nice. Du sollst nicht aussehen wie Bratensoße mit deinem komischen Bild hier unten. Du sollst essen, Braten. Ach, vergiss es. Na gut, war es das oder waren hier noch mehr? Ja, da sind die beiden, die ich meinte, natürlich. Na schön, er hat immer noch seine Schutzzauber drauf, das heißt, es sollte trotzdem klappen. Es darf jetzt nur nicht mein Hauptcharakter umfallen, dann klappt das schon. Könnt ihr mal aufhören, auf D'accord loszugehen? Das nervt mich langsam. So ist besser. Ach, wisst ihr was, das dauert... Ich hab keinen... Charmzauber mehr. Verdammt! Ich dachte, ich habe noch einen übrig. Na gut, Mord schafft das auch trotzdem so. Los, hau ihn! Beiß ihn! Kratz ihm die Zähne aus! Die Zähne vor allem, ja genau. Kratz ihm die Zähne aus! Los! Ich weiß nicht, wie du das machst, Mord, aber ich feuer dich trotzdem an! Bekommst du sofort, Meister. Ist so gut wie erledigt. Und dann muss ich nur noch kurz den Kram einsammeln, der hier rumliegt. Vielleicht sollte ich das in Zukunft offscreen machen, damit ihr das nicht mit ansehen müsst, aber es geht ja relativ schnell. Es ist jetzt nicht allzu schlimm. Es sei denn, mein Inventar ist voll. Zu viele gezackte Messer! Und seine... Oh, viel zu viel Inventar voll. Habe ich jetzt gar keinen Platz mehr, ne? Doch, okay, hat gepasst. Gerade so. Das ist das einzig Blöde, dass man Waffen auch nicht aufeinander stapeln kann. Denkt euch mal, Leute, bevor ich das Spiel hier gepatcht habe, also bevor die Fan-Modifikationen drauf waren, konnte man nicht mal Bronze-Ringe, also Schmuckstücke hier und den ganzen Kram, aufeinander stapeln. Man musste die auch in unterschiedliche Slots packen. Das Inventar war so schnell voll damals. Heieiei. Na gut, aber das müsste es eigentlich fast gewesen sein, wenn ich den richtigen Weg gegangen wäre. Der richtige Weg war, glaube ich, hier oben, oder? Ja, da ist der richtige Weg. Nämlich erledigt. Hier abbiegen. So, jetzt haben wir es. Und damit sind wir fast durch. Ich fliege einmal ganz kurz mit Mord vor, denn ich möchte euch nur kurz was zeigen. Hier drüben befindet sich der Weg zum begrabenen Dorf unter dieser Falltür hier. Ist so gut wie die einzige erledigt. Person, die jetzt noch dazwischen steht, also zwischen uns und dem begrabenen Dorf, ist dieser gemuskelte Mann hier namens Bish. Bish ist zwar nicht wirklich eine Leuchte, aber er kann uns ganz schön wehtun, wenn er will. Vor allem, weil alle die Typen, die er hier hinter sich stehen hat, Schläger sind. Die also Schläger, die mehr drauf haben als die üblichen Sammler und Dorfbewohner, den wir bisher angetroffen haben hier unten. Von daher dürfen wir es uns auf keinen Fall mit ihm hier verscherzen, ansonsten haben wir ganz schlechte Karten, hier durchzukommen. Es gibt wieder Dialogmöglichkeiten natürlich, um an ihm vorbeizukommen. Allerdings, was interessant ist, was ich euch nur kurz zeigen wollte, Bish ist darauf programmiert, den Namenlosen anzusprechen, sobald man sich ihm nähert. Ich kann allerdings einfach mit D'accord und Mord hier an ihm vorbeilaufen, das interessiert ihn kein bisschen, und kann theoretisch einfach direkt hier die Treppe anklicken und durchgehen. Und schon sind wir im Dorf. Ich musste also gar nicht mit ihm reden und komme stressfrei an ihm vorbei. Ist eine Möglichkeit, falls ihr nicht an ihm vorbeikommt, ohne irgendwie einen Kampf auszulösen. Nur fürs Protokoll. Aber natürlich ist es am besten, mit ihm zu reden, denn der Herr bringt Erfahrungspunkte, wenn wir ihn von uns überzeugen können. Als du den Raum betrittst, erhebt sich ein großer, massiger Mann von seinem Stuhl und geht in deine Richtung.
Hallo, Bish ist der Name. Und wer bist du? Ich heiße Adan, das hatten wir schon mal festgestellt. Was? Bish starrt dich verständnislos an und schüttelt dann heftig den Kopf. Ich hab dich noch nie gesehen und mir hat keiner was davon gesagt, dass ein Adan kommt. Du siehst, wie sich seine Hand langsam zu seiner Waffe vorantastet. Du sagst mir jetzt besser gleich, was du hier machst, Dussel. Ich bin eigentlich auf dem Weg zu Farod. Das können wir sogar ausnutzen, diese Gedanken. Wenn wir genügend über Farod erfahren haben, können wir das nämlich hier sagen. Vielleicht geht Farods Vertrauen zu dir doch noch nicht weit genug, wie du vielleicht denkst. Bish schnaubt dich an. Nun, dann sag ihm, dass er diese Haltung am besten nochmal überdenkt, wenn er von meinen Männern und mir erwartet, dass wir dieses blöde Loch da bewachen. Er steckt seine Waffe in die Scheide und deutet auf eine Falltür im Boden. Ab mit dir. Na, Wiedersehen. Die andere Möglichkeit ist, wie ich finde, ein bisschen, naja, nicht sehr viel lustiger, aber irgendwie kurios. Wenn wir über genug Charisma verfügen, können wir ebenfalls das hier sagen. Ich habe nichts zu verbergen und möchte keinen Ärger machen. Ich möchte hier einfach nur durch. Bish sieht dich mit gerunzelter Stirn an. In Ordnung, du darfst durch. Als du an Bish vorbeigehen willst, lehnt er sich zu dir hinüber und warnt dich mit leiser Stimme. Aber merk dir eins, Dussel. Wenn du da unten Ärger machst, schlage ich dir das nächste Mal den Schädel ein. Ja, mach ich. Okay, nicht. Leb wohl. Ich mach schon keinen Ärger. Wenn man genug Charisma hat, kann man einfach sagen, ich komme in friedlicher Absicht, vulkanisches Peace-Zeichen und so, und läuft hier durch. Schon gut. Der lässt einen einfach durch. Ich finde das so genial. Nur wenn man sagt, man hat gute Absichten. Psst, passt super. Aber diese Glocke da interessiert mich. Wie kommt die denn hierher? War das hier irgendwie ein Kirchturm oder so früher? Dies ist eine riesige Bronzeglocke. Dieser Raum muss sich oben in einem Glockenturm befinden. Ja, das dachte ich mir schon. Wir befinden uns jetzt schon unterirdisch. Das heißt, wir haben hier eine Art begrabene Kirche vor uns? Wow, okay. Dann sehen wir uns noch mal ganz kurz noch das Dorf an, bevor ich für heute Schluss mache. Ja, es war eine etwas kämpferische Folge. Wir haben mit sehr wenig Quests gemacht oder mit Charakteren geredet, aber wir mussten erstmal hier runterkommen, nämlich in das begrabene Dorf. Dort, wo Farod sein Lager aufgeschlagen hat und anscheinend seine teuflischen Pläne schmiedet und durchzieht. Hier zu sehen auf der Karte. Wir werden uns erst in der nächsten Aufnahme, oder nein, in der übernächsten Aufnahme mit dem begrabenen Dorf beschäftigen, wo ich dann einmal mit den NPCs reden werde und auch beim Händler einen kleinen Besuch abstatten werde. Ich habe ja gesagt, ich möchte erst einmal die Story vorantreiben und genau das werde ich jetzt auch machen. Das heißt, Leute, in der nächsten Folge, beziehungsweise wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, dann werde ich mich mit Farod beschäftigen. Denkt dran, der Kerl mag sicherlich auch Daumen nach oben, genauso sehr wie ich. Also bitte vergesst das nicht, falls euch das Video gefallen hat. Und daher würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Planescape Torment. Wenn wir mit dem Mann reden, der es offenbar wert war, eine ganze Anleitung auf unseren Rücken zu tätowieren. Bis dahin, tschüss.